Ich will einfach nur nicht, dass Leute bei so einer Scheiße sterben. Und das schließt Monte ein. Also verfickte Scheiße, lass dein Handy bei solchen Geschwindigkeiten aus deinen Wichsgriffeln raus. Ganz ehrlich, wem zeigt man denn hier seinen kleinen Pimmel? Das ist doch übel giga cringe, Alter. Oder du bist Mitte 30. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Machen wir es wirklich mal ganz einfach. Alter, ich weiß nicht, also das muss man, ich weiß nicht, ob man das erklären muss. Ich bin grundsätzlich vorab. Ich krieg sowas nie direkt mit. Das, was wir jetzt besprechen, kann ich nicht direkt mitkriegen. Der Grund dafür ist, dass ich nicht auf Social Media unterwegs bin. Ich kann also nur immer davon sprechen, wenn mir das jemand mitteilt. Also wenn Leute in einer Debatte sind, wenn das in unser Reddit gepusht wird, was man jetzt als Social Media deklarieren könnte, dann werde ich auf das aufmerksam, was wir jetzt hier gleich besprechen. Und in diesem Zusammenhang ist es, worüber reden wir hier? Das ist jetzt das könnte heißen, worüber reden wir eigentlich? What the fuck? Müssen wir darüber reden? Anscheinend müssen wir das. In meinem Reddit, in meinem Subreddit, ist vor einigen Tagen ein Querpost, also so eine Verlinkung aufgetaucht von einem Reddit-Eintrag von den Lester-Schwestern. Der Lester-Schwester-Subreddit ist eigentlich in meiner Wahrnehmung ziemlich dafür bekannt, Drama, 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 Drama auf maximaler Ebene zu verargumentieren. Und dann wird das in den Podcast gepackt. Also es ist wirklich schon, die lästern halt, ne? Okay, keine Ahnung, werde ich jetzt mal nicht, aber in dem Fall habe ich das darüber festgestellt. Und ich glaube auch, dass das in meinem Discord eine Debatte war und ganz schnell zu einem Meme wurde. Aber lassen wir das Meme jetzt mal beiseite und stellen uns der Realität, die hier proklamiert wird. Und zwar, und das ist jetzt das, worum es geht, der gute Monte auf der linken Spur eine Instagram-Story macht, mit der linken Hand am Lenkrad, mit der rechten Hand am Handy und eine Story macht bei 297 Stundenkilometern. Während die Fahrbahn offensichtlich ja schon noch mit ein paar Fahrzeugen gefüllt ist. Boys. Bei aller hochgezüchteten Technik, ich glaube nicht, dass Assistenzsysteme bei 297 Stundenkilometern noch die Effizienz haben, die sie haben müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Müssen wir in 2024 nach davon, also wir reden hier von dem Punkt, Handy nicht am Steuer nutzen. Hä? Also, und jetzt reden wir ja nicht mal davon, dass der bei 80 Stundenkilometern auf sein Handy geguckt hat, um irgendwen zu an. Bruder, du machst bei 297 Stundenkilometern eine Instagram-Story. Und neben der Tatsache, dass das dein eigenes Leben gefährdet, was halt super lame ist, gefährdet es halt alles um dich rum in einem Maße, das ja unaussprechlich ist. Es ist mir vollkommen egal, wie gut du denkst, Auto fahren zu können. Bei 300 Sachen eine Story machen, ist halt ein bisschen too much. Vielleicht sollte man da den Zugang zu einer Kfz-Führerscheinsituation ein bisschen einschränken. Wenn ich sowas sehe, lässt es mich den Wunsch zurückholen, das Tempolimit wieder einzuführen oder einzuführen allgemein. Weil das kann doch nicht wahr sein, Bro. Das ist nicht cool. So, und wenn wir das dann in irgendeiner Zeitschrift lesen, bei irgendwelchen anderen Sachen, dann heißt es in einem Magazin, heißt es dann ja trauriger Unfall. Anekdotisch kann ich sagen, und das geht an jeden Kfz-Führer da draußen auch raus, der das von sich selber mit ziemlicher Sicherheit zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch sagen kann. Schnellfahren ist jetzt das eine, aber ab 180, würde ich sagen, wird das richtig anstrengend. Wenn ihr schon mal ein Kfz führen konntet, das über 180 Stundenkilometer gefahren ist, dann ist es ist unvorstellbar, wie man irgendwas anderes machen kann bei dieser Geschwindigkeit. Die Leute werden es wahrscheinlich sogar noch nach unten skalieren, sagen, ab 150 bei mir schon. Aber das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich mir dann vorstelle, jetzt mal anstrengend dahin, dass dann nebenbei noch mit dem Handy rumhantiert wird, holy bro, don't do it. Hier reden wir ja nicht mal nur von deinem eigenen Leben. Hier reden wir von Leuten, die aktiv beteiligt sind, weil sie nur auf derselben Straße sind.
Und wir erinnern uns doch alle an diese ehemaligen Informationsvideos. Ich habe mal eins ausgepackt darüber. Das heißt Blindflug in den Gegenverkehr, Handy am Steuer. Das wird jetzt hier kein Gegenverkehr sein, aber rechts und links ausschweifen bei dieser Thematik. Ach du Scheiße. 83 Meter bei 100 Stundenkilometern. Das ist die Strecke, die wir blind zurücklegen, wenn wir nur 3 Sekunden auf unser Smartphone schauen. Nach einer aktuellen Studie sagt fast jeder, Handys im Straßenverkehr sind gefährlich. Über die Hälfte gibt aber auch zu, das Smartphone am Steuer zu nutzen. Die Unfallursache Smartphone kommt in der offiziellen Verkehrsstatistik gar nicht vor. Doch wenn Fahrzeuge ohne ersichtlichen Grund von der Straße abkommen oder auf gerader Strecke vorausfahrende Fahrzeuge rammen, wird als Grund oft das Smartphone vermutet. Insgesamt jeder 10. tödliche Unfall soll durch Ablenkung entstehen. Das sind mehr Tote als durch Alkohol. Aber Autofahrer fühlen sich nicht nur durch das Smartphone abgelenkt, sondern ganz ähnlich, wenn sie am Radio spielen oder ihr Navi bedienen. Was also tun? Die Strafen sind hoch. Der Führer eines Fahrzeugs darf elektronische Geräte nur nutzen, wenn er sie nicht in die Hand nehmen muss. Telefonieren mit Freisprechanlage ist also erlaubt, nicht erlaubt, mit dem Smartphone in der Hand eine Textnachricht lesen. Das gibt 100 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg. Wer dabei gar einen Unfall baut, dem drohen 200 Euro Strafe, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. Ich weiß nicht, ob die Strafen noch aktuell sind, denn dieses Video ist 6 Jahre alt. Ja, 6 Jahre. So, das ist kein, wir reden hier nicht über irgendwas richtig. Wir haben jetzt hier nicht einen neuen technologischen Fortschritt gemacht, Alter. Ich will hier auch nicht den Super-Allmann spielen. Ich will einfach nur nicht, dass Leute bei so einer Scheiße sterben. Und das schließt Monte ein. Also verfickte Scheiße, lass dein Handy bei solchen Geschwindigkeiten aus deinen Griffeln raus. Solange unsere Autos also nicht autonom fahren, sollten wir die Finger wirklich vom Handy lassen. Vielleicht ist das gar nicht so schwer. Sich nach ein paar Bier ans Steuer zu setzen, ist heute ja auch tabu. Anders als noch vor ein paar Jahrzehnten. Genauso wie ohne Anschnallgurt loszufahren. Bruder, also wir müssen nicht davon reden, dass bei 297 Stundenkilometern mit der linken Hand am Steuer und der rechten Hand am Handy, mit der Mund... Also, wisst ihr, was ich hier noch kranker finde? Der Gedanke, dass der nicht nur das Bild gemacht hat, sondern auch Beste geschrieben hat, während die Scheiße so schnell ist. Bruder, die ganzen Implikationen, die danach passieren, sind... Also, what the fuck are you doing, Alter? What the fuck are you... Don't do this! Keiner hat Bock, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Du nicht. Also, dass du nicht zu Schaden kommst und dass andere Leute nicht zu Schaden kommen. Das ist nicht notwendig. Und außerdem... Ganz ehrlich, wem zeigt man denn hier seinen kleinen Pimmel? Irgendwelchen 14-Jährigen, die geil finden, die dich deswegen geil finden? Das ist doch übel giga-cringe, Alter. Bruder, du bist Mitte 30. Bleib mal ruhig, Brudi. Du solltest Storys davon machen, wie du mit Birkenstock-Sandalen durch deinen Garten flanierst und dich darüber aufregst, dass neue Musik nicht die Musik von damals ist. Und dann wird's wieder heißen, ja, die ganzen Allmanns. Digga, halt dein Maul, Alter. Ich will einfach nur nicht, dass Menschen sterben. Mann, das ist so weird. Oh, so, das wollte ich nur mal loswerden. Weil das ist schon ein ganzes... Ich sehe natürlich nichts, weil ich nicht auf Social Media, zumindest in den relevanten Social Medias unterwegs bin. Darum weiß ich jetzt nicht die Reaktion. Ich glaube, die Reaktion ist nicht gut. Aber das ist einfach auch nicht geil. Das ist nicht geil. Legt das Handy weg. Macht es nicht. Tötet euch nicht. Tötet auch andere nicht. Macht es nicht. Bitte nicht. Das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke, Mickey, an der Stelle. Ich geh ehrenlos auf Mutter.